Welches Stockwerk findest du jetzt eigentlich leichter, das 80. oder das 90.? Wenn ich ehrlich bin, fand ich, glaube ich, dass jetzt bis jetzt das den 90er Durchgang leichter. Finde ich auch irgendwie. Verstehe auch nicht, warum die. Wirrekuss. Ja, da wenn ist es dann so wie wenn du halt wo du vorhin warst. Ja, das finde ich cool. Du musst A drücken, wenn der Herz über, oben drüber erscheint. Und dann einfach A. Hä? Das hat aber nicht funktioniert. Ja, du hast voll falsch gemacht. Dann muss Herz oben drüber erscheinen. Wo drüber? Oben über deine ihre Gesichter. Also das wird so. So ein Herz angezeigt und wenn es angezeigt wird, musst du A drücken. Okay, das will ich nochmal machen. So. Und das bei jedem. Wo waren wir da? Okay, wir machen jetzt einfach ein Powering und dann hat sich die Sache gegessen. Das ist echt krass, die haben echt schon ziemlich viel HP, ne? Ja. Warum greift denn vorderen? Ja, weiß ich nicht. Nein! Jetzt macht er wieder das. Oh! Warum greift ihr alle Grumbrina an, ihr Vollidioten? Wechsel mal, am besten. Ich mache jetzt noch einen Powering und dann hat sich die Sache gegessen. Ich würd Y machen dann, lieber. Weil Powering kannst du ja... Ich will jetzt keine Sternenergie einsetzen, weil... es kann passieren, dass du irgendwas anderes einsetzt. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Donnerzorn. Wie viel macht der denn? 5. Und dann noch ein Multisprung. Nein, ich will nicht weglaufen. Ja. Oder ist jetzt einfach gleich, so wie ich gesagt habe, Sternhagel ein. Ja. Drücke A schnell hintereinander, das kann ich. Einfach nur A drücken, ja? Ja, das kann ich. So. Es wird noch weiter. Hopp. Es geht noch weiter. Okay. Geht noch mal weiter? Geht noch weiter? Wahrscheinlich jedes Mal 3 Schaden, ne? Und jetzt noch mal. Hä? So, und das war's mit der Sternenergie. Bei welchem Stockwerk bist du denn jetzt eigentlich? Das war jetzt 94, ja. Ja. Weißt du, was mich wundert? Der stärkste Gegner, also ich meine, der nervigste vor allem, der mit den 5 Verteidigungen kommt eigentlich kaum, der da. Weil die sind ja eigentlich die Hauptproblemsache. Halt die und die Goldenen sind eigentlich die, deswegen, halt, warum die da sind im 90. Stockwerk. Mhm. Das Spiel ist gerade wieder, hat sich wieder aufgehangen. Also. Ah, nur 2 von denen. Hat man doch vorhin schon mal, dass da 2 von denen waren und... Mach ich am besten mit Kupio, oder? Ja. Aber vorher vielleicht die Fledermaus ausschalten. Nein! Die stirbt eh nicht mit einmal Ultrasprung. Hä? Die stirbt eh nicht mit einmal Ultrasprung. Die Fledermaus. Nicht? Klar! Ja. Das war eh total fail.
Weil ein Ultrasprung zockt bei dir 15 ab. Ja, und die hatte jetzt noch 13. Ich wollte die mit zwei Ultrasprüngen töten. Das ist andere Gegner. Ja. Irgendwie lustig. Wie dich das Spiel manchmal verarscht. Warum hast du denn den Hintergrund angegriffen mit dem Donnerzorn? Ja, ist eine gute Frage. Was mache ich jetzt? Das wollte ich von Anfang an so machen. So. Jetzt gibt es nochmal Blütenenergie zurück. Wow. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das klappt. Und volle Zuschaueranzahl. Ja. 200. Das gibt ordentlich Sternenenergie. Und jetzt kommt die Attacke, die nervigste von allen. Ja. Ich würde ja sagen, das schreit nach einem Powering, aber haben wir nicht. Schreit nach einem Partner-Tower. Oder einem Multisprung. Nö, weil wenn das der erste Fake ist, dann verkackst du den. Ach so. Automatisch. Also Partner tauschen, oder was? Ja. Auf Barbara und dann Feuerzauber? Kupio. Oder Kupio, ja gut. Wurde so von Anfang an gemacht. Stimmt. Ja, okay. Ich verstehe, was du wolltest. Ja, mach den Scheiß nochmal, genau. Vielen Dank, dass du dein Todesurteil unterschrieben hast. Weißt du, was hat wer? Wenn der damit auch seine Attacke, also seine Angriffskraft um Fünffaches steigern könnte. Mhm. Weil er zu fünf wäre. Aber das andere sind ja nur Illusionen. Ja, ist nicht so wie bei Zelda, dass dann die Illusionen auch angreifen können. Ein Donnerzorn für uns und das war jetzt Stockwerk 95. Das heißt, wir haben noch vier normale Kämpfe. Gumbrina würde ich jetzt wieder nehmen. Wieso? Weil es kann sein, dass wieder die Goldenen kommen. Ja, okay. Und die wollen wir uns ja nicht entgehen lassen, die Beute. Aber nein. Eine fette. So. Was ist eigentlich, wenn du jetzt nochmal wieder zurückgehen würdest, also wieder drücken würdest und dann nochmal herkommen würdest? Weil die Gegner ändern sich doch. Ja, haben wir ja gerade gesehen. Kann sich ändern, aber muss ja nicht. Ich glaube, ich will einen Multisprung machen. Du glaubst. Ja, und ich habe ihn verkackt. Bombe kannst du eh mal in Ruhe lassen. Und du brauchst ja eh einen halben Tag, um zu explodieren. Ja. Wenn du Pech hast, laden die sich da oben in der Luft auf, die Wolken. Wow, der hat getroffen. Der hat sich jetzt aufgeladen. Das heißt, ich kann den jetzt nicht angreifen, ne? Achso, du nutzt Donnerzorn. Ja, dann explodiert die Bombe, aber... Aber der ist ja noch schwach jetzt. Die Bombe muss sich ja erst kräften. Und die erhöht sich ja dann immer mehr. Nee, ich mach das anders. Ich lass die jetzt einfach mal am Leben. Greif die Bombe und die vordere Wolke an. So. Oh, der Pichert trifft Mario nicht. Ich glaube, wenn du ein Netz abfahren würdest, dann würdest du daneben gehen, ich weiß noch. Mal mehr daneben gehen. Hm? Was nochmal? Wenn du nicht abwehren würdest, dann würdest du mehr daneben gehen, als ach wenn so. Du... Weil ich weiß es nicht genau, weil du gehst ja den Ding entgegen, den Angriff. Mit dem Abwehr. Mhm. Angriffskraft wurde erhöht. Jetzt sind sie stark.
Der hat es nämlich um 8 oder so erhöht, keine Ahnung. Ja gut. Ist die Frage, mach ich noch jetzt Schaden? Nein, ne? Nee, schade. Du brauchst Hammer. Stimmt. Der macht mehr Schaden. Die nächste Runde würde, glaube ich, ihn doch mal aufladen. Und dann würde er explodieren in der übernächsten Runde. Mhm. Ja, sonst hätte ich jetzt einfach bis zur nächsten Runde gewartet und hätte dann mit dem Sprung, der verliert ja jetzt wieder Verteidigung. Mhm. Aber so ist auch gut. So. Und ab geht's ins 97. Ich habe schon jetzt ein bisschen Bammel vor dem Boss, der jetzt gleich kommt. Das war daneben. Das Dumme ist halt, dass der nervige Gegner da ganz hinten steht. Wieso ist das dumm? Ja, weil der dann übrig bleibt. Und dann macht er wieder seinen Fünffach-Zauber da. Ja, mein Gott. Das kostet dich nur unnötig Blütenpunkte. Ja, stimmt. Aber, mein Gott. Warum machst du Multipunkt? Ich weiß gerade nichts anderes. Weil es würde den Hinteren eh nicht schaden. Ja, stimmt. Ja, ein Powering würde alle töten. Ich hätte jetzt eine Lösung. Ja, erzähl mal. Ich will dir bei der Spiel helfen. Erzähl mal. Okay, ich erzähl's dir, wenn du den Boss allein machst. Ich mach ein Powering. Okay. So, jetzt ist eh zu spät. Erzähl mal, was du gemacht hättest. Ich hätte gemacht mit der Stampfattacke, oder mit der Stampfattacke, sondern mit einem Ultrasprung die mittlere Bombe angegriffen, dann mit der Gumbrina den vorderen, dann hätte der Typ da seine Multi-Attacke gemacht, der hintere, das ist seine Multi-Attacke, oder der dich angegriffen, wenn er dich angegriffen hätte, dann hätte ich den normal angegriffen, also mit den stärksten, was du drauf hast, ne? Mhm. Und wenn er Multi-Attacke gemacht hätte, hätte ich Partnerwechsel gemacht und mit Kupi halt drauf gehämmert. Ja, okay. Ah ja, ich fand den Powering gut. Jetzt haben wir wieder keine Sternenenergie. Hat gut geschmeckt, ne? Ja. Oh nee, Blutsauger. Es kann nicht sein, dass...